Jo, seid mir gegrüßt. Ein neues Videoformat oder eine neue Serie von Videos, bei denen ich Flugzeuge, die ich durch einen Try and Fly geschickt habe, auf eine längere Reise schicke. Und zwar von Liège in Belgien nach Dubai. Das sind circa 5,5 bis 6 Stunden Flug, je nach Wetter und Bedingungen. Und eine ziemlich lange Route mit vielen Waypoints. Und natürlich möchte ich sehen, ob so ein Flieger mir die zuverlässig abfliegt und dann auch heil in Dubai ankommt. Warum Liège und Dubai? Liège, ich mache ja gerade so ein bisschen um die TNT-Fluglinie, ASL rum, Sachen. Und da habe ich mir den Liège Airport, eine Freeware, die eigentlich ganz okay ist, aber ich habe sie noch ein bisschen für mich noch angepasst, weil sie passte nicht so ganz. Da waren Dinge drin, die da nicht reingehörten. Und ich teste die dann sozusagen gleich mit. Und Dubai, weil wir dort eine schöne Szenerie haben, auch das Ganze drumherum. Von X Aviation ist eine Payware. Ach, und die wollte ich sowieso mal ein bisschen ausprobieren. Und es macht auch Sinn, weil es ist eine Strecke, die so noch erfliegbar ist und nicht zu kompliziert. Achso, ich stoppe mal kurz den Simulator, damit wir zeitlich nicht aus dem Ruder geraten. Ja, dann zeige ich euch mal den Flugplan. Dazu guckt ihr bitte nach rechts in die Mitte. Da seht ihr den Auszug vom Avitab. Und ihr seht, das ist Quality 99 oder die TNT oder ASL, ne, Flug 99. Wir fliegen das Ding am 6. April 2020. Heute ist zwar der 8., aber ich fliege hier wieder mit der Planung sozusagen mit vergangenem Wetter. Und das behalte ich natürlich auch so, denn ich werde auch andere Flieger dann exakt mit den gleichen Bedingungen nehmen. Warum habe ich das gemacht? Weil tatsächlich die Wetterbedingungen auf dem Flug einigermaßen okay waren. Also eigentlich relativ gut. Wir hatten zwar keinen wirklichen Rückenwind. Das macht aber nichts, weil ich will natürlich wissen, ob Simbrief zum Beispiel für die 747-800, die SSG, die wir heute testen, ob die in der Lage ist, das richtig auszurechnen. Und genau darum geht es bei diesem Test. Das ist also kein Online-Flug, da mache ich auch kein ATC. Den lasse ich nebenher laufen während meines normalen Tages, denn ich habe einfach keine Zeit, 6 Stunden plus. Na, da muss ja immer noch das Ganze drumherum sehen. Das wären also 7 bis 8 Stunden, je nachdem, wie es läuft. Ständig am Simulator zu sitzen, schon gar nicht untertags. Ich hoffe und versuche das jetzt, dass das mehr oder weniger parallel läuft in meiner Arbeit. Ich muss natürlich ab und zu mal hingucken. Dazu habe ich aber SimToolkit Pro auf einem anderen PC. Das heißt, es läuft auf einem extra Bildschirm und verbindet sich mit dem X-Plane und ich kann dort jederzeit sehen, was der Zustand hier meines Fliegers ist und wo er sich befindet und wie schnell er ist und so weiter. Das kann man im SimToolkit Pro auch relativ gut machen. Deswegen hoffe ich dann, dass das klappt, sodass ich nicht ständig dem Flieger hinterher gucken muss. Jo. Gut, schauen wir uns den ganzen Operational Flight Plan mal an. Also, wir fliegen um 0400 Zulu los. Ich versuche das durch Tricks, wie zum Beispiel jetzt hier das Pausieren, so hinzukriegen. Leider hat er mir die Zeit ein bisschen spät eingestellt. Es ist schon 3:45 Zulu, also 4:45 in echt. Er hat er mir leider ein bisschen spät eingestellt. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber gut, ich werde mich beeilen. Wir werden sicherlich nicht jeden Schritt machen. Und ich tue dann teilweise auch schon Sachen, wo ich kann. Ne? Zum Beispiel hier die Flight Directors, die kann man schon mal einschalten. Genau. Die werde ich dann alle schon mal vorbereiten. So dass es dann hoffentlich relativ flott geht. Und ich mache hier auch keine ausführlichen Checklisten. Und dass ich hier so viel erkläre, das mache ich auch nur einmal. Denn dann werden wir das nicht machen. In den zukünftigen werde ich diese Schritte dann teilweise schon fest drin haben. Er hat sich dann auch hier berechnet, dass wir, also wie weit wir, das ist eine Grounddistanz von 2933 Metern.
über Grund und in der Luft fliegen wir 2836 Kilometer. Und ja, der Average Wind kommt aus dem Westen an dem Tag. Das heißt, wir werden sehr wenig vom Wind unterstützt. Wir werden aber auch nicht explizit total aufgehalten, denn wir fliegen südöstlich. Die meiste Zeit ist der Flieger südöstlich. Das heißt, wir haben keinen direkten Gegenwind, wir haben aber auch keinen wirklich guten Rückenwind. Was ich durchaus fand, dass das keine so schlechte Bedingung für so einen Flug ist. Hier sind jetzt Steps Climbs vorgeschlagen. Das gucke ich mir zwar an, ne? Und er schlägt vor, dass wir auf Flugfläche 390 gehen. Ich werde dann aber das wahrscheinlich abpendeln. Und zwar mache ich das abhängig hier von dem jeweiligen FMC. Bei einigen Fliegern geht das, bei anderen nicht. Muss ich dann sehen, inwieweit mir die SSG hier die Schritte und auch die idealen Höhen bei dem existierenden Gewicht vorschlägt. Ob das stimmt, ob das real ist, kann ich euch gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob das vernünftig umgesetzt ist. Das ist eine der Sachen, die ich halt dann testen werde. Gut, was wir auch sehen, ist hier die Treibstoffplanung. Da hat er jetzt ein Blockfuel von 63.768 Kilogramm ausgerechnet. Und ich werde das Ganze auf 65 Tonnen hochrechnen. Bei dem Vergleich für den Spritverbrauch muss ich dann natürlich diese knapp 2200 Kilogramm, die ich da noch drauf gemacht habe, die muss ich dann natürlich mit berücksichtigen, sodass ich unter anderem auch rausfinde, wie akkurat ist der Treibstoffverbrauch verglichen mit dem, was SimBrief ausrechnet. Also mit anderen Worten, kann ich die SimBrief-Werte mehr oder weniger nehmen und liege dann in dem erwarteten Treibstoffverbrauch. Das würde bedeuten, dass wir auf dem Trip 52 Tonnen verbrauchen und es müssten dann noch mindestens 10 Tonnen übrig sein. Ja, das werden wir sehen. Und was ich machen werde, ist, ich werde auch einen Reserve-Fuel von 10 Tonnen gleich ins FMC eingeben, damit ich schon mal eine Indikation bekomme, falls es sich hier nicht so entwickelt, wie wir das gerne hätten. Die Route ist von SimBrief berechnet. Na, ich werde die jetzt natürlich nicht eingeben, die ist relativ lang. Dafür habe ich bereits den Flugplan abgespeichert. Auch das von SimBrief. UFMC ist das ja hier. Es muss also in das UFMC-Flightplan-Verzeichnis rein. Das macht alles automatisch der SimBrief-Downloader. Also hier auch die Automatik durch den SimBrief, so gut wie es geht. So, von der Route her können wir dann hier sehen. Ah ja, hier noch vom Gewicht. Richtig, wir haben ja noch den Load. Und das werden wir jetzt auch gleich hier mit dem Flieger setzen müssen. Nämlich wir haben Paxe 373, kein Cargo, Payload 38,9 Tonnen. Zero Fuel Weight ist 259 Tonnen insgesamt, also mit der Payload. Damit sind wir natürlich um einiges weg vom Maximalen, das ist gut. Treibstoff 63 Tonnen, wir wären hier 65 Tonnen. Wir können maximal 105,9 fassen. Und das Takeoff-Gewicht 321, das werden dann etwa 2,2 Tonnen mehr sein, also etwa 324, sowas rum. Aber auch das, selbst diese mit dem leicht erhöhten, ist innerhalb des Maximums und auch das Landegewicht. Da bleiben wir auch weit weg von dem maximalen Landegewicht. Also von den Gewichten her kein Problem, durchaus aber ein voller Flieger. Noch gibt es ja keine Cargo-Version von dem Ding, also werden wir da jetzt erstmal mit einer Passagierversion fliegen. Ja, wir fliegen von Liège los und es ist die Lima November. LNO 7 Sierra, genau, das ist die Departure. Auch die werden wir jetzt dann gleich einprogrammieren. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, indem wir zuerst hier auch den
die Werte setzen. Dazu müssen wir hier ins hier rein auf das Fueling gehen. Und was wir jetzt setzen ist, wir haben gesagt, wir werden 65 Tonnen mitnehmen. Das macht man, indem man hier auf die 10er und dann auf die 1er klickt. 65. Und dann sagt man Start Refueling. Und dann geht das hier schon mal los. Und auch bei der Payload, jetzt sieht man hier oben, wie das Total Takeoff Weight auch drauf geht. Bei der Payload. Gut, da wird es jetzt interessant, weil... man hat hier offensichtlich die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, voll so und so viel Prozent, oder man gibt das genaue Gewicht ein. Ich schaue jetzt mal, ob ich das so hinkriege, dass das dann auch passt. 8. 9. Okay. Load Settings. Und da hat er jetzt offensichtlich das Display geändert, weil wir jetzt nicht Passagiere eingeben, sondern weil wir offensichtlich, ich weiß nicht, warum er bei 38,8 aufgehört hat. Gut, jetzt schauen wir mal. Total Takeoff Weight 317 Tonnen. Zero Fuel Weight 252, also versus 259. Es fehlen knapp. Vom Takeoff Weight fehlen uns ungefähr 4 Tonnen. Ich weiß nicht, kriege ich die hier noch rein? Ja. Und damit haben wir es fast genau. Das Zero Fuel Weight ist etwas niedriger. Und aus irgendeinem Grund bleibt dabei 0,8 stehen. Ich habe wohl eher das Gefühl, dass das ein kleiner Programmierglitch ist. Ja. Gut. Dann brauchen wir das FMC. So, wir sind in der 7478. ERAC ist. Wieso ist der? Ich dachte, ich hätte ihn abgedatet. Egal. Auf jeden Fall ist er nicht alt. Er ist nicht zu alt. Das passt schon. Ja, ist die Version 2.11. Auch wenn das hier so nicht drin steht, aber so hieß das ZIP-File, Position Init. Wir sind auf Echo Bravo Lima Golf. Wir sind am Gate 126 bzw. auf der Position 126, das ist hier aber egal. Sieht so aus, als ob wir die schon. Aha, das wird jetzt wahrscheinlich gleich. Genau. So, ich nehme dann die GPS-Position und setze die hier ein. Dann gehen wir hier auf die Route. Ich probiere mal, ich bin nämlich nicht ganz sicher, ob man zuerst die Flughäfen eingeben muss oder ob das so geht. Ich hatte da natürlich schon ein bisschen probiert. Das hatte ich jetzt noch nicht probiert. Er hat mir nur immer alles überschrieben, wenn ich dann die Route geladen habe. Deswegen gucken wir mal, was jetzt passiert. Aha, okay, gut zu wissen. Wir werden übrigens auf der 22 links. Also bevor ihr diese Sachen ausfüllt, den Flugplan laden, weil sonst überschreibt, das wird alles wieder leer. Ne? Also da tippt ihr dann im Prinzip umsonst ein, wenn ihr das vorher macht. Sehr schön. Gucken wir uns kurz die Route an, nur ganz kurz zum Vergleichen. Und wenn ihr mal, Moment, ich hole mal die Route her. Und ihr werdet feststellen, dass sie nicht exakt gleich aussieht. Also mir ist das dann schon aufgefallen. Es sieht größtenteils gleich aus. Dazwischen haben wir aber dann den einen oder anderen, obwohl, ich hatte jetzt nochmal den Flugplan im SIM-Brief abgedatet. Oh, tatsächlich, jetzt Celsu, Lachse. Ja, Celsu ist zum Beispiel so ein Wegpunkt, der hier auftaucht bei dem Upper Lima 124. Der in der Beschreibung hier nicht auftaucht. Also man kann diese Kurzbeschreibung der Routen nicht direkt hier im SSG wiederfinden. Aber, das machen wir jetzt nicht, aber das habe ich schon gemacht. Ich bin durch die Lags gegangen und habe wirklich jeden einzelnen Lag
durchgegangen, so wie man das übrigens auch im echten Flieger macht. Da prüft man den Flightplan und zwar mit dem Inhalt der nächsten Seiten hier. Ups, was ist jetzt passiert? Bin ich irgendwie auf den Knopf gekommen. So, man geht hier nämlich durch und klappert hier ein Ding nach dem anderen ab. Das habe ich gemacht. So, die Departure, die können wir dann auch gleich eingeben. Wir fliegen ab über die 22 links aufgrund des aktuellen Wetters. Lima November 07, Lima November Oscar 7 Sierra nach LNO. Execute. Okay. Und ich gebe auch schon mal die Arrival ein, weil in unserem Fall wird die gültig sein. Ich habe das auch zeitmäßig und so weiter geprüft. Das Wetter wird passend sein dafür. Da gibt er uns die 30 links vor. Jetzt weiß ich nicht, muss ich zuerst, wie war das? Ich glaube, ich muss zuerst mit der Transition eingeben. Oder also ILS 30 links, dann WTAP 3 Delta über WTAP und ich glaube, das war die ULDOT Transition. So, execute. Die ist jetzt schon mal drin, die können wir uns dann in aller Ruhe angucken. Dann gehen wir jetzt hier natürlich kurz durch, um zu prüfen, ob wir irgendwelche eigenartigen Sachen haben. Noch ist unsere Alignment leider nicht. Time to align haben wir noch 5 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob man das schneller machen kann. Muss ich gleich nochmal schauen. Ups. Und Vorsicht übrigens, der Flieger grapscht euch das Keyboard weg. Ja, das passiert mir immer wieder. Und dann ging gar nichts mehr. Dann konnte ich überhaupt nichts machen. So, Ground Handling habe ich inzwischen ein Set gefunden. Das war beim Try and Fly noch nicht der Fall. Das hat nicht funktioniert, was ich da hatte. Jetzt habe ich ein Set gefunden. Und die Erklärung, warum es nicht funktioniert hat. Ich hatte das Set nämlich eigentlich schon, aber es hatte den falschen Namen, weil natürlich die SSG-Jungs sich gedacht haben, ach, wir bringen ein 2.1.1 oder irgend sowas raus oder was Neueres von 2.0. Dann nennen wir einfach mal schnell das Aircraft-File um. Was natürlich dann dazu führt, dass die ganzen Sets, die draußen waren, alle falschen Namen hatten. Dateinamen waren falsch. Deswegen hat er sie auch nicht gefunden. Das habe ich dann irgendwann entdeckt, durchlesen und jo. So, wie wir sehen, fahren hier schon teilweise die Sachen weg. Ich mache das jetzt auch so, dass ich die wieder wegfahren lasse hier. Also wenn das Set funktioniert, dann habt ihr hier schön den Flieger abgebildet und alles, ne? Gut, jetzt checken wir noch mal ganz kurz, dass das auch alles passt. Ne, indem wir hier nochmal auf das Fueling gucken. Also wir haben unsere 65 Tonnen und wir haben unsere Payload, die ziemlich genau dem entspricht, was wir im SIM-Brief haben. Und damit sind wir im Prinzip durch. Ich lasse jetzt gerade alle wegfahren und mache jetzt schon mal die Cargo-Türen zu. Die muss ich hier dann anklicken. Und dann können wir auch, eigentlich können wir jetzt hier auch schon die ganzen Türen zumachen. So, die Checkliste ist leider noch überhaupt nicht automatisch, da hatte ich noch keine Zeit, die durchzuarbeiten. Ich brause da nur ganz schnell durch, um nichts zu vergessen. Das ist das ganze FMC-Setup, da sind wir natürlich auch noch nicht durch, genau, deswegen machen wir jetzt hier mal weiter. Route Data, ne, da kann man dann auch nochmal sehen, was er sich nicht ausrechnet. Okay, das ist wohl noch zu früh, alles klar. Dann aktivieren wir die Route mal und gehen zum Performance Init. Ihr könnt hier draufklicken, er hat schon die Werte drin. Ne? So, die Reserve haben wir gesagt, schreiben wir jetzt mal 10 Tonnen rein, damit wir auch merken, wenn wir doch kritisch werden. Flugfläche 364. Ja, da gucken wir jetzt mal, was er uns denn als optimale Flughöhe, gibt er uns das schon in irgendeiner Form an? Beziehungsweise wo wäre ich in der Lage, das zu sehen? 364. Okay, also auf 390 können wir noch nicht. Auf 370 können wir auch noch nicht. Das heißt, unsere erste Flughöhe, die wir jetzt mal reinsetzen, ist die 350. Die können wir erreichen.
Kostindex ist 35. So, und wenn das stimmt, also wenn diese Angabe hier stimmt, dann werden wir zu viel, dann haben wir nicht genug Treibstoff an Bord. Ja. Müssen wir sehen. Na, ist schon komisch, ja. Die Step Size machen wir auf 2000 Fuß und dann hoffe ich mal und erwarte mal, dass er mir vielleicht die ein oder andere Angabe noch mitschickt. So, das ist die Performance Init Page. Mehr lässt sich hier eh nicht machen. Ist vernünftig. Ich weiß schon, dass ich mit 35, wir haben 12 Grad draußen, wir sind zwar hier bei 101, aber das kommt noch nicht in den roten Bereich. Nur wir haben eine zwar nicht kleine, aber schon auch begrenzte Runway. Und damit natürlich hier kein Problem entsteht, mache ich das Derating nur marginal, damit wir natürlich trotzdem nicht mit vollem Triebwerken abfliegen. So, wie spät ist es? 3:55 Uhr, wir müssen langsam los. Die Takeoff-Flaps, weil es eher eine relativ kurze Runway ist, werde ich mit Klappen 20 starten. Und wir sind ja ziemlich voll. So, das heißt, wir haben eine V2 von 166. Die drehe ich dann hier schon mal ein. Runway-Heading ist schon drin, 224. Initial laut Departure-Beschreibung fliegen wir 5000. Jetzt sehen wir hier auch nochmal, jetzt kommt nämlich auch der Plan rein. Genau, so. Thrust Limit und Takeoff. Damit sind wir durch. Und laut Progress Page haben wir 1,3. So. Was heißt das für mich? Das heißt für mich eigentlich theoretisch, wenn er richtig rechnet, haben wir zu wenig Treibstoff. Ich werde also jetzt kurzerhand 10 Tonnen dazuladen. Das heißt, wir haben dann 12 Tonnen mehr als mit Simbrief. Und dann gucken wir mal, was am Schluss bei rauskommt. Ob wir dann tatsächlich viel zu viel Treibstoff haben oder ob es gut war, dass wir auf 75 gegangen sind. Ne? Ja, ihr seht also schon, in welche Richtung diese Art von Tests gehen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich das immer in der jeweils anderen Sprache mache. Das heißt, wenn der Try and Fly in Englisch war, mache ich das hier in Deutsch. Und wenn der Try and Fly in Deutsch war, was wir ja auch ab und zu haben, dann mache ich das hier in Englisch. Ja, und ab und zu werde ich es vielleicht auch in Englisch machen, weil großes Interesse besteht, selbst wenn wir einen englischen Try and Fly haben. Aber mal gucken. Also es ist ja wie üblich immer mein Problem, dass ich ja nicht allen recht machen kann. Ne? Gut, dann machen wir uns fertig, damit wir hier wegkommen. Das Setup mache ich relativ einfach. Jetzt erstes Mal starte ich jetzt schon mal die APU, die werden wir brauchen. Dann schalten wir hier die Beacon ein. So, dann gehen wir hier mal kurz durch. Wir machen eine der Packs an. Nein, erstmal alle drei, genau, sobald wir APU haben. Außerdem schalten wir alle Fuel Pumps ein. So, theoretisch müssen wir die Anti-Ice-Sachen ausschalten, die sind aber im sogenannten Automatic-Mode und da will ich sie auch jetzt erstmal lassen. Ich sehe jetzt keine Veranlassung, dass ich die ändere. Lichttechnisch sind wir noch etwas hell hier, aber das werde ich dann auch entsprechend verdunkeln, sobald wir in der Luft sind. Gut. Jo, ich glaube, damit sind wir durch. Erster initialer Setup. Der Flieger hat schon viele Schalter in der, in Anführungsstrichen, richtigen Position. Ne? Deswegen braucht man da im Allgemeinen auch nicht viel machen. So, Fuel Pumps, Wing Anti-Ice, Yaw-Damper Switch on. Der Yaw-Damper Switch, wo ist denn der? Ich glaube aber, der ist auch schon an. Ja, gut, ich finde jetzt nicht immer alles auf Anhieb. Ich brauche dann noch ein paar Flüge, bis ich soweit bin. Jetzt schalten wir hier die APU zu und dann können wir im Prinzip den Flieger grundsätzlich aufräumen, indem wir hier zumachen. Und dann schauen wir mal auf die Doors Page. Ihr seht die ja dann immer unten. Ich habe entsprechend die Doors Page. Ja. Ihr seht unten, das Display hat jetzt das vierte, hat jetzt die Türenseite und da ist alles drin, was wir brauchen. Checken wir mal ganz kurz, was der Status unserer APU ist.
Die ist auf dem Bus, sehr schön. Das passt alles. Dann können wir hier auch zuschalten. So, jetzt hört man es auch rauschen, weil wir jetzt natürlich Luft haben. Left Fuel Isolation und so weiter. Beacon Lights, Strobe Lights, Switch Off, Wing Lights, bla bla, Flight Director Switches, die sind schon an. Das EFIS, genau, dann machen wir mal ganz kurz, gehen wir hier mal in den Plan Mode. Leider habe ich noch kein Kommando gefunden. Ich nur eins für den Zoom, leider keins zum Mode umschalten. Das sind so diese Inkonsistenzen, die halt leider die Entwickler da so reinbasteln. Ne? Das ist ein bisschen schade, aber kann man jetzt nicht ändern. So, hier sehen wir die Abflugroute, die ist ein bisschen, aber das hängt, glaube ich, mit Noise oder sonst was zusammen. Ne? Also, das ist die offiziellen, sind das. Und da kann man jetzt hier im Prinzip den Step gehen. Ne? Und dann sieht man hier sehr schön, wie die Route so östlich bis südöstlich uns langsam Richtung Dubai bringt. Jo. Gut. Ja, damit sind wir durch im Prinzip. So, jetzt kommen wir angeblich mit 8,4 Tonnen an. Obwohl ich 10 reingemacht habe, haben wir jetzt nicht etwa 10 Tonnen, sondern wir kommen mit 8,4 Tonnen an. Wir werden es sehen. Ne? Hier geht es ja genau darum, so etwas festzustellen. Ich werde auch bisweilen, wenn ich kann und wenn es mir die Zeit gerade erlaubt, werde ich Snapshots machen, werde mir also angucken, wo stehen wir mit dem Treibstoff versus die Zeit und so weiter. Ne? So, es ist gleich, glaube ich, 4 Uhr. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir zu Potte kommen. Ja, es ist 4 Uhr. Also machen wir den Pushback. Ich will natürlich einigermaßen auch sehen, ob wir die Zeit einhalten. Machen wir Pushback starten. Run to cockpit. Please show me where you want to go. Run to cockpit. Tow is driving up. So, sehr schön. Gut. So. Delivery. Buongiorno, Italia. 7 5 Charlie 10 Charlie 6. Ich werde ein bisschen für euch auch, Hintergrund. We are clear to Milan, Linate, Randy 1, Echo Dubai. No, ich schalte jetzt mal auf Ground. Das ist XATC-Chatter. Da habe ich die Fenster, kann man dann nach draußen bringen. Das ist natürlich sehr praktisch. So, was macht der da hinten? Moment. Okay, all doors and latches are closed, ready to connect. You can give me a call when you're ready to check, please. Roger. Jo. Ich werde natürlich jetzt hier nicht 6 Stunden lang labern, ganz klar. Das ist keine Live-Session oder sowas, sondern ich werde auch bei den zukünftigen Flügen wahrscheinlich etwas weniger erzählen. Aber es geht halt darum, Flieger aufsetzen, das ist das Schnellverfahren. Schneller geht es nicht. Ne? Übrigens haben wir die hier oben. Jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Sachen machen. Hier auf Auto stellen, den auf Auto stellen. Nee, Quatsch, das war jetzt Blödsinn. Wir haben ja die Triebwerke noch gar nicht gestartet. Sorry. Ich bin etwas zu fix. Wir haben ja noch gar nicht langsam. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. So. Release parking brake. Gut. Dann schaltet ihr zwei von den drei Packs aus für den Engine Start und ihr könnt zwei Triebwerke gleichzeitig starten. Dazu geht ihr hier runter, bringt die Schalter nach oben, dann hier rauf und dann. So. Und dann gucken wir uns das an. Ups. Ja, so langsam gewöhne ich mich an die Mouse-Wheel-Geschichten. Leider ist es so, dass man sehr langsam, also man muss wirklich vorsichtig mit dem Mouse-Wheel arbeiten. Ja, das ist, ihr seht mich auch immer wieder, dass ich die Schalter dann zu weit bewege und so weiter. Ja. Die
Triebwerke hört man nicht so laut hier im Cockpit. Später dann hört man mehr das Rauschen als die Triebwerke. Die sind zwar leise. Ich habe es allerdings auch so gemacht, dass wir draußen definitiv eine verringerte Lautstärke haben, damit, wenn wir einen Außenschuss haben, hier jetzt hier nicht an die Ohren abfallen würde. So, Starter Cutout. Genau. Dann machen wir diese zwei Hübschen hier. Klick, klick. So, den Mode kann man wieder auf Map zurückstellen. Hier haben wir ja so eine Art Airport View, die ist natürlich nicht perfekt. Leider auch keinerlei Informationen, aber es ist eine nette Idee. Dass ihr, das könnt. Ihr müsst einfach nur den Zoom von der Karte ganz nach unten drehen. Also auf den kleinsten, auf die nächsten, den mit der höchsten Auflösung sozusagen, ne? Also runter. So. Und tick, tick. Genau. Dann können wir alle auf Auto stellen. Hier ist dann alles gut. Die APU schalten wir vom Bus. Können wir dann ausschalten. Brauchen wir nicht mehr. Hier ist alles gut. Hier schalten wir die PAX wieder zu. Und jo. Gut. Dann Klappen 20. Ich benutze hier den Schalter. Delivery, guten Morgen, das ist Gesamt Nummer 295 Delta 84, with information. Operation complete. Set Hello, clear to course. Randy Montero departure, number 24, stroke 315. Disconnecting tow, standby. Randy One Shadow departure, runway 24, score 3145, that's Gesamt Nummer 295. Ja, der Setup ist so, dass ich hier meinen alten Logitech auch als, weil ich brauche den Tisch hier normalerweise zum Arbeiten. Ich kann jetzt hier keinen Honeycomb-Yoke aufstellen. Das wäre mir dann total im Weg. Und damit das funktioniert, habe ich meinen alten Logitech hier. Den habe ich hier wieder angeschlossen, der tut's, weil ich brauche den Joystick eigentlich nur beim Start und vielleicht bei der Landung, wenn ich Pech habe. Ansonsten werde ich versuchen, eine automatische Landung zu machen. Jo, dankeschön. Gut, dann gehen wir mal durch die After Start, Engine Start Procedure. Ihr seht schon, ich habe das jetzt natürlich schon mal gemacht, übungsweise, damit es klappt. Ja. Wir haben eine FMC-Message übrigens, keine Ahnung, welche das sein soll. Okay. Das heißt, wir machen hier mal ein Recall, immer noch eine FMC-Message, ich sehe aber keine. Keine Ahnung, was das ist. Na gut, dann löschen wir die mal. Eigentlich. Tja. Weiß der Geier, was das ist. Gut, die Packs haben wir gesetzt. Flight Controls sind gecheckt. Die funktionieren. Das habe ich natürlich schon geprüft. Ja, also mache ich jetzt nicht lang rum. Taxi-Light schalten wir jetzt ein. Ich will mich jetzt ein bisschen beeilen. Hier geht es ja nicht darum, realistische Procedures zu machen. Update Taxi Briefing is needed. Taxi light on, parking brake off. Call and do before taxi checklist. Genau. So. Und before takeoff procedure. Hello, you're Charles 146. In der Nähe der Anwesenheit. So. Und auf geht's.
Hier ist alles gut. Ja. Correct, hier ist auch 146. You routing after Whiskey 5, Dolby Delta. So, wir gehen jetzt gleich nach rechts hier. Und das kann man uns hier angucken, wie wir taxeln müssen. Wir sind jetzt hier, wir müssen hier über die Runway drüber. In der Szenerie waren hier riesige Parkingflächen, die aber nirgendwo weder auf den Satellitenbildern noch auf den Karten von Jeppesen drauf sind. Keine Ahnung, ob das mal eine zukünftige Erweiterung ist, dass die da gebaut wird. Ich muss noch mal lesen, ob der Designer von der Szenerie hier im Sinn hatte, da irgendeinen zukünftigen Flughafen. Aktuell entspricht das nicht dem, was ich in den ganzen Informationen bekomme. Deswegen habe ich das wieder weggenommen und habe das wieder in den Zustand gebracht, in dem ich zumindest laut meinem ganzen Material ist. Normalerweise hier natürlich ATC-Kontakt, ne, Tower oder Ground, je nachdem. Weil wir überqueren zwei Runways, weil wir hier in diesem hinteren Eck sind. Ja, das Taxi-Light. So, wir sind, naja, 10 Minuten nach 4 sind wir vom Block weg. Leicht verspätet, aber es ist auf jeden Fall immer noch im Rahmen. So. Wir müssen, wohl oder übel, ich hätte auch hinten rumfahren können, aber es ist tatsächlich etwas kürzer, auch wenn die Ecke hier ein bisschen scheps ist, aufgrund der Tatsache, dass wir hier einen schrägen Ausgang haben. Das macht aber nichts. Es ist etwas kürzer von der Strecke, als wenn ich hinten rum und dann wieder die Runway runter und dann hier rüber. Also das wäre sehr umständlich, deswegen habe ich diesen Weg hier gewählt. Das ist der schnellste und kürzeste. So, mir fällt jetzt gerade auf, dass ich wahrscheinlich noch keinen Stopp für den Takeoff programmiert habe, weil das Honeycomb nicht dran ist. Sehr schön. Das sollte ich vielleicht noch tun und dann auf irgendeinen Knopf hier auf meinem Extrem packen. Nehmen wir mal den Knopf da vorne. Ja. Ach, der macht Türen auf. Aha. Der macht auch was auf. Was macht der hier? Trigger Do Nothing. Dann nehme ich doch den Trigger Do Nothing. Toga, SSG Toga Button hier, Apply, dann, sehr schön. Ist jetzt nicht ideal, aber damit ich jetzt erstmal den Schub auslösen kann, weil sonst muss ich sehr umständlich mit der runter auf die Throttle Levers gucken und dadurch, dass ich die nach vorne schiebe, das funktioniert nicht besonders gut. Schöne Freeware-Szenerie, wie gesagt, ich habe ein paar kleine Anpassungen gemacht, hauptsächlich wegen dem Realismus, zumindest dem Realismus, soweit ich ihn kenne. Und auch wegen der einen oder anderen Gebäude habe ich noch anders gemacht. Aber das hier alles, was ihr seht, das kommt original und das ist eine schöne Szenerie. Hier mit den TNT, großen Lagerhallen. Also hier stoppen im Prinzip die ganzen ASL-TNT-Flieger. TNT als Airline gibt es ja so nicht mehr, leider, diese schöne Bemalung hier und so weiter. Das ist jetzt ASL, die sind jetzt alle weiß mit dem ASL drauf. Also vom Schönheitsfaktor sind sie bestimmt nicht besser geworden. Ja, hat er toll gemacht. Der Airport-Navigator, falls ihr den noch nicht kennt, definitiv. Ihr müsst allerdings viele Tasten definieren, damit ihr die Funktionen, ne, so wie Zoom rein und raus, rauf und runter,
damit ihr das ein bisschen bewegen könnt, auch links und rechts. Da müsst ihr euch halt ein paar Tasten definieren und müsst halt gucken, dass ihr nichts überschreibt an Tastendefinitionen, was ihr noch braucht. So, wir rollen bis ans Ende der Runway. Also wir nehmen auch noch das hintere Stück, weil wir brauchen jeden Meter, den wir kriegen können. Ne? Das ist ein sehr großer Flieger, der startet tatsächlich von ganz hinten. Ja, und irgendwie sieht man, dass wohl nicht so ganz passt, was die Darstellung der, des Flughafens. Ich weiß nicht, auf was die basiert, wo er das hernimmt. Aber auf jeden Fall passt Szenerie und die Anzeige hier auf dem Navigationsdisplay nicht wirklich zusammen. Ne? Wie man sieht, die Runway kommt uns irgendwie entgegen. Das ist natürlich nicht wahr, weil wir fahren zurzeit parallel. Gut. Ja. Dann gehe ich schon mal durch die Before Takeoff Items durch. Engine Oil Temperature, das passt alles. Wir haben immer noch diese FMC Message, keine Ahnung, was die meint. Prepare for Takeoff, Cabin Secure. Ach ja, da können wir natürlich mal ganz kurz die in die Autoposition bringen. Das habe ich noch vergessen. Das Wetter haben wir, Traffic ist on. Ja gut, wir haben keinen Traffic. Achso, TCAS ist on, ja. Call do before takeoff checklist, departure runway. Ach ja, die Checklisten, die habe ich jetzt natürlich auch nicht durchgemacht, aber da könnt ihr hier natürlich auf Checklist gehen. Und dann ist jetzt hier zum Beispiel die before taxi Checkliste. Die habe ich jetzt abgekürzt. Und dann könnt ihr hier auf die nächste Checkliste gehen. So, und das ist die Before Takeoff Checklist, ja. So. Ich gehe hier also auf A5. An A5 vorbei und bis zum Ende. So, was man hier auch machen kann, ist, ich kann hier den, wenn ich ihn finde, könnte ich euch hier die Departure Route einblenden. Leider ist das ein bisschen nicht so ganz einfach. Lass uns erstmal hier an die Parkposition, beziehungsweise ich werde gleich, ich rolle gleich auf die Runway drauf. So. Leider sind die Clickspots hier von der Seite nicht ganz einfach zu finden. Ja. Ja, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Müsst auf jeden Fall ein bisschen drüber über die Mittellinie. Erst einiges später dann voll einschlagen. Die Blue ist tatsächlich am besten für sowas. So, wir bleiben nicht stehen. Aber noch einen kleinen Touch-Schub. Ja, wir bleiben ein bisschen stehen hier. Und fahrt Bremse an. Gut, ja, Transponder. Die ARA, die Strobes Lights müssen wir auch noch einschalten. Das ist korrekt. So,
Sieht alles ziemlich gut aus. Other light switches, transponder mode, align the airplane with the runway, airplane heading und damit sind wir durch. 80 Knoten V1, V-Rotation Call, Follow Flight Director Commands. Gut. Was wir noch brauchen ist, dass wir hier den einschalten, den Autothrottle einschalten. Den Airport Navigator brauchen wir jetzt nicht. Und ich gucke jetzt mal, ob ich auf die Schnelle euch das hier finden kann. Unser Problem ist nämlich, dass der, dass ich exakt den das Airport Symbol. Also 256, there's a 737 leaving the apron via Alpha 12. After that 737, you can continue to Echo 1. Irgendwie komme ich da jetzt nicht hin. Vergesst es. Das ist mir jetzt zu umständlich. Gut, dann Parking Brake aus. Wir bringen den Schub so auf ungefähr 40. Und jetzt drücke ich den Knopf, den ich vorher definiert habe, der uns in den Takeoff Mode bringt. Takeoff Power Set. Ich bringe die Schubhebel ganz nach vorne, weil ich festgestellt habe, dass er teilweise ein bisschen zappelt, wenn man die in der Mitte lässt. 80 Knots. Check. Er beschleunigt ziemlich kräftig, also mit der Einstellung, die wir jetzt haben, mit den Klappen. Rotate. Okay. Rotate. So, und jetzt haben wir wieder diesen etwas zappeligen Flight Director. Ja. Der, ich nenne ihn immer das Moving Target hier, ne? Es ist kaum möglich hier vernünftig, mal das Heading. So, es ist, also man muss hier ständig eigentlich nachregeln, wie ihr seht, ne? Es ist nicht wirklich lustig. Ich gehe mal auf L nach VNAV und jetzt schalte ich den Autopiloten ein, weil, also von Hand dem Ding nachzufliegen ist sehr zappelig. So, wir steigen raus. Das Wetter hier in Belgien ziemlich gut. Bringen die Klappen schon mal in Stellung 10. So, auf dem Display könnt ihr jetzt erkennen. So, machen wir den Tower. Gut, Klappen 5. Und bei meinem Test gestern hat das hier gezappelt wie wild. Keine Ahnung, was da los war. Das ging ziemlich hektisch hin und her. Und Klappen 1. Okay. November 2006, Mike, thank you very much. Und Klappen einfach. Und dann drehen wir schon mal unsere initiale Flughöhe, das ist die 350 ein. Ja, heute ist er ziemlich ruhig. Gestern war, wie gesagt, total zappelig. Ich habe mich total gewundert, was hier los ist. Das Wetter kann es ja nicht gewesen sein, weil wir haben das gleiche Wetter. Ich arbeite ja im historischen Mode. Links Active Sky könnt ihr hier mal gucken. Ja. Ah ja, der Flugplan, den werden wir mal kurz laden. Active Sky macht einen besseren Job, glaube ich, wenn das der Flugplan drin ist. Ja, sind exakt die gleichen Bedingungen. Ja, 12 Grad, Viewpoint 0 Grad. Gute Sicht. Au, 10-17, ich glaube, ich habe ich den Luftdruck gesetzt. Ah, den habe ich nicht gemacht. Gut, jetzt ist eh egal, weil wir sind eh schon in der Standard, aber das habe ich tatsächlich übersehen. Ja, das ist jetzt ein schönes Beispiel für den Mist. So, dann auf Standard. Ja, und jetzt seht ihr das, was ich meine mit dem Zappeln. Ich bewege dann die Achsen ein bisschen und dann hört es irgendwann auf. So, und jetzt, was mich jetzt, ja, jetzt haben wir eine Sache, die ein bisschen eigenwillig ist, nämlich er hat dann plötzlich diese 220 hier. Er beschleunigt also zuerst
auf 250 fast, um dann wieder zu verlangsamen auf 220. Das können besser ausgearbeitete Flight Management Computer besser. Aber gut, deswegen sind wir jetzt hier wieder langsamer geworden. Aber er fliegt im Prinzip die Constraints ab, kann man jetzt nicht anders sagen. Gut, ich stelle gerade fest, ich habe vergessen, die Landing Gear einzufahren. Gut, dass es Checklisten gibt. Gut, next ist dann die Descent Checklist. Und ja, ich gehe jetzt hier auf die Status Page, deswegen, weil ich hier dann die Zeit sehen kann, die UTC im Simulator. Das hilft mir natürlich dann bei der Erfassung, wie gut es läuft. Ping. Ja, 10.000. 152. Ja. So, schauen wir mal ganz kurz. Naja, jetzt sind schon wieder 10 Tonnen. Mal sehen. Am Schluss wird wahrscheinlich, eventuell war es gar nicht notwendig, dass wir die 10 Tonnen hier reinmachen. Aber ich will ja den Flieger testen. Ne? Also wir haben 12 Tonnen mehr als Simbuf ausgerechnet hat. Schauen wir mal, wo wir am Schluss dann. Gut.